Und die Zielvorstellung sollte ja sein, dass ihr schon irgendwie reich werden wollt. Seid ihr einverstanden? Wer hat Bock, reich zu sein? Wer hat Bock, dass man sagt, Geld ist irgendwie kein Thema mehr? Das ist, da bin ich durch. Allein der Satz, ich bin durch, wer findet den geil? Sag den mal laut, ich bin durch. Sag das bitte so, dass ihr selber glaubt. Nochmal, ich bin durch. Jetzt auch so den Punkt so runter, ich bin durch. Stellt euch mal bitte vor, wie geil das ist, wenn ihr das wirklich sagen könnt. Was ist das für ein Gefühl? So, und jetzt Achtung, ich beginne jetzt tatsächlich bei Adam und Eva. Achtung, einige von euch sagen, jetzt wird's mir zu platt. Nee, pass mal auf. Wie wirst du reich? Sparen und investieren. Und im Idealfall verdienst du auch ein bisschen Geld, okay? Und ich reduziere das mal auf eine ganz simple Formel. Und diese Formel, die kennt ihr alle. Diese Formel ist so banal. Diese Formel ist so einfach. Diese Formel ist ganz, ganz schlicht. Und wenn ihr heute rauskommt aus diesem Seminar und diese Formel mitnehmt für den Rest eures Lebens, ja, diese Formel, diese Formel bitte mitnehmen. Wenn ihr das versteht, hallo, dann ist alles gut. Diese Formel lautet: Muss ich das übersetzen? Aber mal auf stille Abfrage, wer weiß nicht, was das heißt? Für diejenigen, die sich jetzt nicht trauen, zu machen, ich sag's nochmal. Die Regel lautet, Einnahmen sollten größer sein als die Ausgaben. Wie lautet die Regel? Einnahmen größer Ausgaben. Wie lautet die Regel? Ist das klar? Hallo! Willkommen! Super! Pass mal auf, ihr könntet sagen, das ist ja banal, das ist ja Banane. Nee, ist es nicht. Es ist nicht Banane. Hallo, wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die bis zum letzten Tag des Monats irgendwie mit ihrer Kohle nicht klarkommen? Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die es nicht schnallen, dass sie sich ein bisschen Kohle beiseite legen sollen? Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die sagen, oh, ich verdiene so wenig, lohnt sich überhaupt nicht, über das Thema Geld nachzudenken? Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, wo das Geld Monat für Monat nur ein Durchlauferhitzer ist? Den ist ganz, wisst ihr, eine Gehaltserhöhung, ein bisschen mehr Kohle, was passiert damit? Pff, weg, raus. Die sich das nicht klar machen. Reich wirst du nicht durch das Geld, das du verdienst. Reich wirst du das durch das Geld, das du behältst. Unser normales Leben ist aber völlig anders aufgebaut. Am Anfang kriegen wir Taschengeld. Ja, geil, super. Mein 7-Jähriger zu Hause, ich mache mit dem jetzt bereits Gespräche, wie, pass mal auf, wenn du dir von deinem Taschengeld die Pokémon-Karten kaufst, dann ist das Taschengeld weg. Und hast du schon mal festgestellt, wenn du diese Pokémon-Karte jetzt hier hast, dann freust du dich nur ganz kurz darüber und eigentlich hast du schon genügend Pokémon-Karten. Also wenn du das nächste Mal eine Pokémon-Karte kaufst, überleg dir mal, muss die wirklich sein? Und der schönste Moment war, wo der vor kurzem gesagt hat, Papa, eigentlich wollte ich eine Pokémon-Karte kaufen. Ich habe sie nicht gekauft. Jetzt hat der ein Sparschwein zu Hause. Jetzt hat der da 100 Euro drin gehabt. Über einen gewissen Zeitraum hinweg. Der war so stolz. Wisst ihr, wofür er die 100 Euro ausgegeben hat? Für Pokémon-Karten. Also es ist was Bestimmtes noch nicht angekommen. Aber es war für ihn ein Genuss, für 100 Euro Pokémon-Karten einzukaufen. Ja? Dann hat er die Dinger ausgepackt. Und dann denke ich, okay, 100 Euro für scheiß Papier. Ja? Gut, aber er hat zumindest das Grundkonzept des Sparens so eine gewisse Zeit verstanden. So E größer A. Und das ist doch ganz einfach. Guck mal, du hast hier die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen oder weniger auszugeben. Also du hast die Möglichkeit, entweder oder du hast die Möglichkeit oder und jetzt stell dir mal vor, von dem, was da übrig bleibt, so als Delta, tust du dir was beiseite. Wäre das geil? Und das, was du dir beiseite tust, das machst du größer. Und größer und größer und größer. Und irgendwann tust du dir ein bisschen Kohle beiseite, damit du immer schön geschützt bist, finanziell geschützt bist. Dann tust du Kohle beiseite und legst das an. Und ach, der Bernd Reinken wird dann noch sehr viel mehr darüber sprechen. Und der Bodo wird auch viel sehen. Pass auf, der Punkt ist, du musst Geld verdienen, behalten, nehmen und das dann wachsen lassen. Das ist die Herausforderung. Das ist großartig. So, darüber wird es heute den ganzen Tag gehen. Und jetzt Achtung, wie kannst du Schulden abbauen? Das nochmal, wenn Leute sagen, wir jetzt an der Stelle hier, Moment, das ist alles Quatsch. Ich habe doch gar nicht die Kohle dazu. Wo soll ich das denn tun? Ich habe doch total viele Schulden. Nochmal, stille Abfrage, wer hat hier Schulden?
Ich möchte mit euch ein paar Dinge durchgehen zum Thema Schuldenabbau, weil das ist das für sehr viele der Beginn. Man lebt ein paar Jahre, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und hat entlang dieses Weges irgendwas aufgehauft. Pass auf. Ich möchte euch ein paar ganz banale Regeln mit auf den Weg geben. Die sind aber gar nicht banal, die sind sehr wichtig. Und die steht alle da drin, die könnt ihr alle nochmal nachlesen. Wenn ihr Schulden habt, bitte, warum haben Menschen Schulden? Weil die Spaß haben am Geld ausgeben. Pokémon-Karten und so weiter und so fort. Ja? Leute, was sind unsere Pokémon-Karten? Das ist eine Uhr, das ist das nächste Auto, das ist das leckere Essen, das ist der Luxusurlaub, das sind die teuren Klamotten, das ist das fünfte Paar Luxus-Turnschuhe, das ist, wisst, hört bitte auf. Fangt an, Schmerzen zu empfinden, wenn ihr Geld ausgebt. So viele Leute haben das nicht mehr. Warum? Wir wachsen in einer Welt auf, oder wir leben in einer Welt, wo Geld gedruckt wird, ja, wo man keinen Bezug mehr hat, was das Geld wirklich tatsächlich wert ist. Und man kann jederzeit Schulden machen. Gibt Kreditkarten, gibt, wie bescheuert das ist. Es fängt hier oben an. Ich muss hier oben drinnen diesen Schmerzknopf drücken. Muss das jetzt sein? Nein. Ich muss Schmerzen haben, Geld auszugeben. Klar? Das Erste. Vor allem, wenn du Schulden hast. Es muss wehtun. So, nächste große Falle. Wenn Menschen Schulden haben, dann sagen sie so Dinge wie, naja, guck mal, ich habe ja sowieso finanziell jetzt alles scheiße. Ja, dann kommt es auch nicht drauf an, wenn ich jetzt die 300 Euro auch noch auf den Kopf haue. Das ist Bullshit. Weil diese 300 Euro, die du jetzt heute auf den Kopf haust, die können in Zukunft ein Vermögen sein. Das kannst du in Zukunft anlegen. Das kann der erste Schritt sein auf dem Weg in eine andere Zukunft. Diesen Weg in die andere Zukunft, aber den muss man beginnen. Und den beginnt man hier oben drin. Hier oben beginnt man den. So, Achtung, Kleinvieh macht auch Mist. Pass auf, wisst ihr, wie viele Leute einfach Kohle rausgeben? Hier mal, guck mal, ein Schnitzelburger kostet hier 3,50 Euro, ach scheißegal. Guck mal, hier mal einen fetten Kaffee bei einer großen Kaffeehauskette zu völlig überteuerten Preisen. Hier mal, guck mal, ah ja, ich fahre mal schnell von A nach B, die Ticketpreise sind mir egal. Hallo? Wie viel Geld geben wir in unserem Alltag tagtäglich aus? Einfach so beiseite. Und wir merken es gar nicht, auch für Selbstständige übrigens ganz wichtig. Alle Selbstständigen hier im Raum, macht euch mal folgenden Spaß. Ich habe das vor ein paar Jahren mal begonnen, regelmäßig alte, laufende Verträge durchzugehen, zu fragen, ist der Vertrag gerade noch sinnvoll oder nicht? Fangt mal an, Verträge zu kündigen, die ihr gar nicht mehr braucht. Fangt mal an, eure Fixkosten wirklich aufzulisten. Geht mal wirklich Position für Position auf dem Konto durch und sagt, Moment, wo geht denn da Geld hin? Ist ja Quatsch, wo geht denn dahin Geld? Unglaublich. Also das erste Mal, als ich das gemacht habe, habe ich in einem Jahr 20.000 Euro kurz mal weggemacht, indem ich einfach nur blöde Verbindlichkeiten beseitigt habe, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil man kurz mal zugegriffen hat. So, alle Ausgaben genau notieren. Macht einen Budgetplan. Und jetzt Achtung, der nächste, der kommt ganz gemein. Zerschneidet eure Kreditkarte. Warum? Kreditkarte ist für sehr viele Menschen, vor allem wenn sie Schulden haben, ist eine Kreditkarte etwas, was man so zack, 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 hier Geld, da Geld, es ist immer vorhanden. Hört auf damit. Macht das Ding kaputt. Erst Geld verdienen, dann Geld ausgeben. Statt einen Dispo-Kredit, holt euch einen normalen Kredit. Wo ist das Problem mit meinem Dispo-Kredit? Ich werde da wahnsinnig. Ach, pass auf. Wir machen einen kleinen Test. Haltet mal bitte euer Handy mal vor euch. Und guckt mal bitte auf euer Handy. Und Sie machen mal eine steile These. Guckt mal bitte, wie euer Batteriestand im Handy gerade ist. Es gibt Leute, die sagen, ja, voll. Es gibt Menschen, die sagen, oh Gott, scheiße, habe ich heute vergessen, an die Ladestation zu hängen. Boah, 20%, 10%, 50%. So, wer hier im Raum ist unter 80%? Ich verspreche Folgendes. Wenn ihr noch nicht mal euer Handy richtig aufladen könnt, wie zum Teufel wollt ihr finanziell klar durchs Leben laufen? Wie soll das gehen? Schau mal, das ist eine Nulllinie. Ja? Hier hast du null. Ja? Null Euro. Und es gibt Menschen, die laufen sozusagen mit ihrer Energie durchs Leben und sagen, ja, ich habe immer so auf meinem Konto einen gewissen Grundsatz an Kohle und dann habe ich mal ein bisschen mehr auf dem Konto, mal ein bisschen weniger auf dem Konto, ein bisschen mehr auf dem Konto, ein bisschen weniger auf dem Konto, klar? So, wenn es ganz viel ist, aber guck mal, hier, da kannst du sparen, kannst du beiseite legen, bequemes, geiles Leben, Schutzpuffer, alles prima, so. Aber Achtung, dann gibt es Menschen, die laufen so durchs Leben. Oh, Mensch, du Kohle, oh, weiß ich, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. So, das ist statistische Normalität. Was soll das? Jedes Mal hier gibst du Kohle an die Bank ab.
Jedes Mal, hier gibst du Kohle an die Bank ab. Ist das dumm? Das ist so, wenn du durch die Gegend läufst und immer dein Handy erst auflädst, wenn Ton ist weg. Bup, hä? Oh, jetzt ist Ton gerade weg. Jetzt muss ich mal eine Weile aufladen. Dann erst wieder kann ich telefonieren. Das hier ist nur eine kleine Differenz. Und richtig bescheuert ist es dann, wenn du das hier tust. Weil du genau hier, du hast genau den gleichen Lebensstandard wie da oben, aber die Differenz hier, das ist das, was dich arm macht, ja? Kommen wir später noch dazu. Sprich mit deinen Gläubigern. Wenn du Schulden hast, dann sag mal auf, liebe Gläubiger, hört mal zu. Ich kann nicht so viel bezahlen. Erstmal, wenn man redet, dann ist das ganz häufig sehr sinnvoll, auch wenn Verträge bestehen, man kann in solche Verträge reingehen. Alles cool, ja? Und jetzt Achtung, macht euch bitte klar, dass ihr nie mehr als 50% dessen, was ihr eigentlich zurückzahlen könntet, aus zurückzahlt. Pass auf, wichtig. Wichtige Regel. Wenn du Schulden hast, zahle deine Schulden niemals mit mehr als 50% dessen zurück, was du eigentlich ausgeben könntest. Warum? Einige sagen, Moment, ich will so schnell wie möglich schuldenfrei sein. Weißt du was? Was ist das für ein scheiß Ziel? Ich will schuldenfrei sein. Na, mach's anders. Leg Geld zurück. Und zwar genau 50% von dem Geld, was du eigentlich brauchten könntest, um deine Schulden abzubezahlen. Hier ist ein Topf, mit dem du deine Schulden reduzierst. Ziel Schuldenfreiheit. Hier ist etwas, womit du sparst. Du kannst jetzt sofort ansparen. Du hast Erfolge, du merkst, da wächst ein Geldhaufen an. Du kannst mit diesem Geld schon diese Spareigenschaft in dir forcieren. Viele, die nur Schulden abbauen wollen, was machen die? Die sagen, dann sind die Schulden abgebaut, ja, jetzt kann ich wieder leben. Und dann, was passiert? Die haben keinerlei Verhaltensweise gelernt, dass sie sich irgendwie Geld zusammensparen. Die haben ihr Verhalten nicht verändert. Also, es sieht mies aus. So, Zauberfrage, wenn du was kaufen willst, ist das wirklich notwendig? Vieles ist nicht notwendig. Unbedingt einen fixen monatlichen Betrag sparen. Dann guck mal, eine Cash-Reserve versucht immer irgendwie flüssig zu sein. Auch hier wieder. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Ich kenne Menschen, die aufgrund von finanziellen Problemen zusammenbrechen. Ich kenne auch schon Menschen, die haben versucht, sich umzubringen aufgrund von finanziellen Problemen. Und wisst ihr, was das eigentlich Dramatische ist? Dann hast du jetzt irgendwie 50.000 Euro Schulden. Du hast 100.000 Euro Schulden. Du hast 200.000 Euro Schulden. Wisst ihr, das Problem bei diesen Leuten ist nicht, dass die 50.000 Euro Schulden haben. Das Problem ist meist was ganz anderes. Das Problem ist, dass die sich die nächste Tankfüllung nicht leisten können. Das Problem ist, dass die die Stromrechnung nicht bezahlen können. Dass die plötzlich keine Kohle haben, um ihren Kindern was zu essen zu geben. Das sind die Probleme. Das heißt, das eigentliche Thema sind niemals die 50.000 Euro. Das eigentliche Thema sind ja so 5.000 Euro, die man auf der hohen Kante haben sollte. So ein minimaler finanzieller Schutz. Also bitte immer, immer, immer flüssig sein. Sau wichtig. Habt ihr eine Cash-Reserve? Auch hier wieder, 72-Stunden-Regel, ja? Also bitte, wenn ihr irgendwas habt von dem, was ich gerade sage, Cash-Reserve, ihr müsst immer flüssig Kohle haben, ja? Das ist das Basisding, damit ihr euch einigermaßen sicher fühlt. Ja, und dann klar, wenn es richtig doof ist, Leute, dann bitte so schnell wie möglich Privatinsolvenz, bitte so schnell wie möglich einen Konkurs. Weil wenn es nicht wirklich geht, wenn es nicht geht, lieber du machst einmal einen harten Schnitt und baust dich neu auf, als dass du Ewigkeiten Dinge mitschleppst.